Mehr noch als alles andere belastet mich die Gegenwart meiner Frau. Wir sind zu lange zusammen. Haben Sie eine Mätresse? Ich brauche keine dritte Frau. Dritte? Für mich gibt's nur die eine. Das war lange vor meiner Frau. Ich habe sie durch unglückliche Umstände verloren. All die Jahre auf sie gewartet. Inzwischen habe ich auch diese Hoffnung begraben. Die einzige und letzte, die meine Existenz noch erträglich gemacht hat. Diese andere Dame. Nadilla. Nadilla. Warum haben Sie die Hoffnung aufgegeben, ihr wieder zu begegnen? Hunderte von Jahren sind seit ihrem Dahinscheiden vergangen. Ohne auch nur des geringsten Anzeichens ihrer Wiederkehr. Dabei hat sie es mir versprochen. Nadilla ist seit Hunderten von Jahren tot. Wir wissen, dass die Toten mächtige Herrscher sind. Tod im Untabu, Kapitel 4. So habe ich diesen Satz nicht gemeint. Dieser Satz ist in seiner wahren Bedeutung noch gar nicht richtig begriffen worden. Vielleicht unterschätzen Sie sogar selbst seine Dimension. Nadilla, wie ist sie gestorben? Derwische haben ihr den Kopf abgehackt in Konstantinopel. Warum das? Sie war eine lebensdurstige Frau. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich bin, bis heute. Was sind Sie heute? Deswegen bin ich ja bei Ihnen. Ich bin nicht mehr das, was ich bin oder war. Das ist ja das Problem. Mir ist der Biss abhanden gekommen. Haben Sie mit Ihrer Frau über Nadilla gesprochen? Meine Frau. Sie wird schon auf mich warten. Ich hasse sie. Ich muss noch viel über mich reden. Morgen, 8 Uhr Abend. Gut, morgen Abend, 8 Uhr. Du hast es schon wieder gemacht. Aber das passt dir viel besser. Aber mir passt das nicht. Was führt sie äußert zu mir? Meine Frau. Ich hasse sie. Wie sehe ich aus? Du hast heute noch nichts gesagt. Sie ist heute entzückend aus. Das ist ein Fall für die Klinik. Ich habe jemanden gefunden, der dich malen kann. Ich kann sie nicht malen. Ich muss sie erst kennenlernen. Wenn das Bild am Ende der Nacht nicht fertig ist, werde ich dich töten. Stellen Sie sich vor, wir wären uns schon mal begegnet. Daran könnte ich mich erinnern. Wieso habe ich dieses Kleid an? Was hast du mit mir gemacht? Frag doch deinen alten Bekannten, mit dem du gestern abgerauscht bist. Vielleicht weiß der ja, wo deine Hose ist. Das hat mich gebissen. Jetzt will ich, dass du wieder so bist, wie du warst, bevor ich wollte, dass du wirst, wie ich wollte, dass du bist. Ach. Ein Steak mit Knoblauchsoße, Bratkartoffeln und ein Bier. Keine Knoblauchsoße. Ja, natürlich. Verdammt! Das ist nicht normal. Ist der Biss abhanden gekommen.